Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zurück zu Metro Exodus. Wir haben gerade unseren Zug getauft. Ich glaube, Aurora oder so. Irgendwie so ein Quatsch. Und ich hoffe, dass wir jetzt mal wieder ein bisschen aktiv ins Spiel eingreifen können, weil es war ja irgendwie in der Folge davor 10 Minuten nur Blabla. Ich frage mich, wie lange das dauert. Weiß ich auch nicht. Alles klar, was müssen wir reintun in unseren Zug? Nitro. Ich hätte einen Pfeil von Amor erwartet. Stattdessen hat mich eine Kugel von einem hässlichen Dreckskerl erwischt. Okay. Was machen wir denn jetzt? Pass auf, wir quatschen mal mit hier mit Jim Knopf, dem Lokomotivführer. Nö, da kommen wir gar nicht mehr hoch. Nö, geht nicht. Dann gehen wir mal raus. Mal schauen. Ich denke mal, wir fahren jetzt wieder ein paar Minuten und dann werden wir uns schon ins nächste Gebiet begeben. Und, mein lieber Moses, merkst du, wie süß die Luft ohne Maske ist? Und nicht nur süß, sie hat so viele Düfte. Ja, bisschen Dialog, ein bisschen zum Verdurchschnaufen ist in Ordnung. Hast du mal davon erzählt, wie du deine Maske oben auf dem Ostankinoturm abgenommen hast? Ja, habe ich. Als du die Raketen auf den Schwarzen ausgerichtet hast, war die Luft damals bitter? Die Luft war damals bitter. Aber schon nice gemacht, auf jeden Fall. Sein Blabla ist aber leider auch voll für den Arsch. Gehen wir wieder rein. Gucken wir mal, wie weit wir da den Zug jetzt erforschen können. Was macht er? Er ist hier so der Obermaschinist. Er hat ein bisschen Waffen hier. Da auch noch Waffe. Hallöchen. Ah, hier wird Kohle geschippt, mein Lieber. Hallöchen, Artyom. Hallöchen. Ihr hättet mich ruhig holen können, um auf die Aurora anzustoßen. Da haben wir... Beelzebub der bessere Name wäre. Da ist aber recht. Komm, schaufel ich jetzt, oder wie? Naja, leg los. Ja, Kohleenergie ist das Beste. Denn ehrlich gesagt, bin ich etwas müde. Hin... und her. Jetzt verstehe ich das. Das hätte ich auch bei dem Funker so machen sollen. Da hätte ich einfach, während der da rumpf quatscht, hätte ich immer wieder drücken müssen. Aber das hätten die vielleicht auch mal durch eine Animation ein bisschen zeigen können. Jetzt wissen wir das auch. Da geht der Zug nicht weiter. Etwa ein Jahr, schätze ich. Anfangs wollten sie mich haben. Und? Wie war es an der frischen Luft? Der Wahnsinn. Ich wollte Yamak nur mal fragen, wo wir als nächstes hinfahren. Ja, wo fahren wir denn als nächstes hin? Ich könnte schon wieder irgendwie so ein bisschen Schießerei und Action gebrauchen. Können wir abspeichern oder sowas? Ja, können wir mal. Obwohl, jetzt bringt es gar nichts zum Abspeichern. Hier wird ja nicht viel passieren. Okay, also hier ist jetzt gerade wieder so ein bisschen Geschichte, die erzählt wird. Nicht ganz so aufregend, aber man muss schon sagen, von der Atmosphäre her und vom Spielaufbau ist das Spiel schon wirklich sehr, sehr geil. Ich war ganz stolz, Ihnen helfen zu können. Was haben wir da noch? Einen Elektroraum. Können wir gar nicht rein, aber... Ah doch, hier kann ich mich wieder setzen. Kann ich jetzt nochmal den Funker benutzen? Ah, lange drücken, jetzt hat. Okay. Man muss wirklich diese Tasten lange drücken. Also ich hätte während der so labert, hätte ich schon irgendwie mich, hätte ich was machen können. Okay. Mach mal. Okay, alles klar. Also das war mein Fehler. Ich hätte bei diesen 20 Minuten Blabla oder 10 Minuten Blabla schon mal irgendwie die Tasten länger gedrückt halten können. Eine neue Notiz, die wird auch wieder für den Arsch sein. Scrollen, bla bla bla, Moskau, gesamter Untergrund, leck mich am Arsch. Ja, okay, meinetwegen können wir langsam ankommen. Geht ja jetzt auch schon wieder irgendwie 5 Minuten. Dass ich den Graben gesehen hatte
und erzählten mir die... Schauen wir auf der Karte, vielleicht können wir irgendwie rausfinden, wo wir hier sind. Setze deine Reise fort oder erkunde. Okay. Ach, muss ich jetzt die Route hier festlegen? Meine Fresse. Und wo sind denn... Jetzt muss ich die Route... Setze deine Reise... Ach, um Gottes Willen. Nach dieser langen Zeit im Untergrund ist die Luft an der Oberfläche unglaublich frisch und berauschend. Aber das war es nicht, was unsere Euphorie angefeuert hat. Unsere Reise hat endlich einen Sinn bekommen. Durch einen Funkspruch des Regierungsbunkers im Ural. Seit 20 Jahren haben wir gedacht, dass weder die Regierung noch das Oberkommando des Militärs überlebt haben. Und jetzt stellt sich heraus, dass es sie noch gibt. Wo waren sie, während wir uns in der Metro gegenseitig bei lebendigem Leibe gefressen haben? Sobald wir Yamantau erreichen, werden wir ihnen eine Menge Fragen zu stellen haben, sofern wir dort ankommen. Laut Miller sind die Ruinen unseres Landes unter Kontrolle des Feindes und wir werden uns zu unserem Ziel durchkämpfen müssen. Ein kleines Team gegen eine Besatzungsmacht. Wie stehen die Chancen, dass wir gewinnen? Dass wir Antworten bekommen? Das weiß ich leider auch nicht. Ich schaue gerade hier auf meine Aufnahmesession. Irgendwie, glaube ich, fehlt eine Aufnahme schon. Okay, können wir weitermachen? Lädt es jetzt oder was ist hier wieder los? Hallo? Okay. Monitor mal ein bisschen kippen. Jetzt sehe ich wieder mehr, aber da steht nichts. 30. 31. Muss ich da warten, bis 100 erreicht ist, da unten rechts, oder wie? Lädt der gerade, oder? So ganz habe ich das Spiel noch nicht raus. Ich finde es zwar super klasse. Ach, 2035 haben wir jetzt, sehe ich es da oben auch. Aber 82? Ah, jetzt tatsächlich. Das ist eine Prozentangabe. Jetzt hat. Schräg. Der hat halt jetzt irgendwie die nächste Karte geladen. Okay, wir kommen wieder an. Mal schauen, was uns hier erwartet. Hast du dir schon was abgefroren, Schatz? Hier, bitte. Das sollte dich etwas aufwärmen. Was glaubst du, wie hoch unsere Chancen stehen, Yamantau Leben zu erreichen? 4%. Das ist das Einzige, woran mein Vater denkt. Wie ihm vergeben werden könnte, wie er in die Metro und in sein altes Leben zurückkommt. Das Leben vor geil, wie viel Zeug hier auf den Schienen liegt und fährt einfach drüber. Dass ich dir nie geglaubt habe. Und jetzt blicke ich auf diesen Nebel, hinter dem sich womöglich unser Alter, fährt er da drüber? Leben verbirgt. Tatsächlich. Übrigens müssten wir bald an der Brücke ankommen. Anscheinend war die Strecke mal elektrifiziert. Ist jetzt auch nicht mehr so. Verdammt! Ein Lagerfeuer! Menschen! Da sind Menschen! Sofort bremsen! Oh, aber da wird schon wieder geschossen. Da wird schon wieder geschossen. Oder? Warum schießen die denn immer auf die Menschen? Vier Personen auf einer Draisine. Alle Mann auf dem Führerstand melden. Beeilung! Ich sehe keine Draisine. Ah doch, da vorne. Ja, Fotomodus, den brauche ich nicht. Der ist mir auch wurscht. Und alles jetzt? Klar bei dir, Artyom? Verdammt! Ja, ja. Die haben einen Zylinder durchlöchert. Ist das schlimm? Können wir weiterfahren? Nein. Wir hängen fest. Oh, Scheiße. Verdammter Nebel. Anscheinend haben wir eine Sperre durchbrochen. Okay. Wie formiert er dabei? Keine. Die hatten nur Lumpen. Nur ein paar alte Säcke. Alte Säcke, hm? Das war nur ein Außenposten. Okay. Hätte jeder sein können. Sogar Frauen und Kinder. Glauben Sie wirklich, dass wir sie gefunden haben, Oberst? Tja, sicher könnten wir nicht sein. Ich dachte, wir würden viel früher auf sie treffen. Diese Draisine ist unterwegs zur Brücke. Da ja. Gibt es Befestigungen. Das sieht friedlich aus. Ein Dorf mit Kirche auf dem Wasser. Wir brauchen Informationen. Hier, Artyom. Ich habe auf der Karte eine Stelle markiert. Ja, Karte ist ja jetzt weg hier. Über die Brücke heraus. Ein Gefangener wäre ideal. Gib mir das. Anna, du gibst dem Feuerschutz. Jawohl. Kann ich auch mit der Artyom gehen? Zur Unterstützung? Nein,
Bis wir unsere Lage kennen, entfernst du dich keinen Schritt von der Aurora. iPad. Die beiden kommen sehr gut alleine klar. Mit kannst du die Karte und dein Journal ansehen. Alles klar. Das weiß ich noch nicht. Ich muss mir die Zähne ansehen. Okay, alles klar. Mindestens. Dann an die Arbeit. Okay. Spartaner, mach die Aurora bereit für die Verteidigung. Stepan, Damir, sichert den Umkreis. Ich Du kundschaftest die unmittelbare Umgebung. Idiot, du gehst ihm von der Aurora aus Feuer. Idiot? Tatsächlich, der hat den Typen gerade Idiot genannt. Können wir jetzt mal was machen hier? Das ist schon lang, so 20 Minuten jetzt, wenn man überlegt, 10 Minuten von der Folge davor und nochmal 10 Minuten jetzt, wo eigentlich nicht viel passiert. Schluss mit dem Gerede. Können wir los, können wir irgendwas machen? Komm, wir sollen doch hier jetzt... Soll ich dir hinterher? Nee, vergiss mal. Eine tragbare Werkstatt sozusagen. Der Wahnsinn. Ist da schon drin. Ja. Es sind jedoch keine Materialien. Ja, komm. Du musst dir also selbst welche suchen. Mach mal. Da klingelt schon die Kirche. Mach mal. Vorsichtig da draußen. Sowas wie eine Waffe habe ich nicht, oder? Tschüss. Tja. Das war aber eine klapprige Barrikade. Okay. Halte, um die Waffe auszuwählen. Tja, die sahen so gar nicht nach Soldaten aus. Hoppala. Alte Männer. Lass mal gucken. Vorsichtig da draußen. Ja, ja. Denk okay. Daran. Ein Großteil des Landes wurde zerstört oder besetzt. Selbst wer unsere Sprache spricht, könnte unser Feind sein. Aus Verfolgung oder Angst. Verstanden? Komm, laber mich nicht tot, wir machen was. Hast du die Glocke gehört? Wir müssen sie ziemlich eingeschüchtert haben. Vielleicht arbeiten sie für den Feind. Sind versklavt oder so. Die waren ja da hinten. Ab nach unten. Ah, das war klasse. Okay. Wo ist die Tante hin? Ich hab sie schon verloren. Ich warte am Strommast auf dich. Komm wieder, wenn du genug herumspaziert bist. Okay. Ich hab einen Anschiss von meinem Vater gefasst. Eieiei. Okay. Man muss schon so ein bisschen der Tante hinterherrennen. Flaggen erobern. Dein Spielstand kannst du... Okay, sollen wir mal speichern? Dein Spielstand... Halt. Schnelles Speichern, so. Geil, ein Hase. Ist aber ein Riesenhase. Aber geile Gegend, ist schon richtig cool gemacht. Mein Herz pumpert schon wieder schneller. Anscheinend wird es gleich aufregend. Ich höre es schon wieder pochen. Ja, aber jetzt ist Herzschlag auch wieder ruhiger. Geiles Game. Ah. Boah, auf Boot fahren habe ich ja gar keinen Bock. Da musst du immerhin nicht schwimmen. Oh Gott. Benutzen die hier fast nur Boote. Okay. Und jetzt sollen wir mit dem Boot fahren oder wie? Ugh. Okay, Artyom, ich klettere da hoch, während du das Boot zur Kirche nimmst. Okay. Ich rufe dich, wenn ich so weit bin. Jetzt müssen wir paddeln. Auf geht's. Also beim Rock. Jetzt müssen wir auch noch irgendwie das gleichzeitig hinbekommen, oder? Schöner Vogel. Das ist geil gemacht mit diesem. Mit dem Paddeln, aber warum paddel ich denn rückwärts? Einmal, zweimal. Irgendwo hänge ich schon fest. Nochmal. Ich kann auch immer nur eins. Ach nee, der macht in eine Richtung, macht er vor, als in die andere macht er rückwärts. Jetzt hat. Zur Kirche soll ich. Was haben wir da für ein Viech? Riesenfrösche. Geiler Wassereffekt, oder? Das ist schon richtig gut geworden. Artyom, ich bin oben. Eine ausgezeichnete Stelle. Ja. Wirklich geiles Spiel. Sehr, sehr cool.
Aha. Auf dem Kirchturm winkt eine Frau mit einem Tuch oder so. Bitte tatsächlich. Schau mal nach. Geil. Ja, ich sehe doch schon. Ich sehe Leute bei der Kirche. Anscheinend keiner bewaffnet. Wir nähern uns besser offen an. Nicht zuerst schießen, okay? Nicht zuerst schießen. Ja, Kirche, auch ein Ort des Friedens. Also vielleicht sind es ja Leute, die wir uns anschließen. Jetzt paddeln wir mal in die Kirche rein. Ah, hier, da ist schon einer. Heiliger Vater Silantius hat bereits seine Predigt begonnen. Hi, der ist freundlich. Das Licht der Wahrheit. Das Licht der Wahrheit. Alles klar, also das ist hier alles safe. Geil gemacht. So eine alte orthodoxe Kirche. Wirklich cooles Game. Wer sagt es? Satans Bruder. Weiß nicht, da hat das Kind da irgendwo gesprochen, was da gerade war, oder? Wir paddeln mal weiter. Brüder und Schwestern, Geduld und Toleranz, denn ihr müsst... Ah, hier können wir sozusagen anlegen. Oder? Können wir da aussteigen? Ja, können wir. Aha. Wir bleiben ruhig. Sollte ich nicht die Waffe weglegen? Das ist Kind, wo es vorhin auf der Kirche gewunken hat. Ich komm schon. Und jetzt schaut die irgendwie gruselig aus, oder wie? Halte gedrückt, um die Waffe wegzustecken, ja. Ich glaube es kaum. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren. Wir sind auch nicht von hier. Silantius hat uns hier vor einem Jahr eingesperrt. Ja, die Brückenbewohner sprechen nicht einmal mit Ketzern. Aber ich werde euch alles sagen, was ich hier gesehen habe. Oh, das ist die Brückenwache. Silantius hat sie ebenso genaht wie die Bewohner hier. Die Brückenwache hat allerdings Waffen. Okay, wir haben auch Waffen. Und am Dock liegt ein Boot. Wir haben ja auch eins, aber es ist zu klein für uns drei. Okay, ich laufe auch durchs Wasser. Sie hat recht, geh zum Boot. Wir werden sie später retten, keine Sorge. Los, Nastja und ich können auch selbst zu eurem Zug kommen. Was ist das jetzt für eine Info? Wir haben schon lange über eine Flucht nachgedacht, haben uns ja ein Boot besorgt. Aber wir wussten nicht wohin, bis ihr... Ja, ja, ich nehme euch mit, aber... Und hole Onkel Crest am Hafen ab. Er ist so gut, er kann alles reparieren. Artyom, ich treffe mich mit Ihnen und bringe Sie sicher zu Aurora, keine Sorge. Geh zu diesem Dock, ich kann das Boot dort sehen. Bitte, lauf, wenn sie dich erwischen... Wie soll ich da... Ich kann schon wieder nicht raus. Diese verdammten Naivlinge... Ich kann schon wieder nichts machen. Ich kann da schon wieder gerade nicht raus. Ich kann auch nicht schießen. Ach, da soll ich jetzt raus, okay. Wo ist da wer? Ja, okay. Was haben wir? Knapp 20 Minuten schon wieder. Ich mache hier einen Break, meine Lieben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich denke mal, ich werde jetzt auch hier aufhören. Habe jetzt eine lange Session gemacht. Hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Das Spiel ist grandios. Ich kann mir sogar direkt mal vorstellen, das Spiel komplett durchzuspielen. Ich gehe mal hier auf Speichern, Speichervorgang, dass das auch passt. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich schon ganz bald wieder in der nächsten Folge. Also ich habe da mega Bock drauf. Es ist ein wirklich geiles Spiel. Und ich finde es einfach von der Atmosphäre her, vom Gameplay wirklich in Ordnung. Hab da hier und da noch meine kleinen Schwierigkeiten. Aber ich denke mal, wenn man jetzt noch ein, zwei Stunden spielt, dann sollten die auch alle erledigt sein. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Reinklicken. Habt noch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen. Ciao, bis zum nächsten Mal.